Mit einer Bodenfähigkeit ziemlich stark. Und das Legendäre, was man später fangen kann, da wäre auch... Ach Gott. Nein, ich bleib mir treu. Ich werde Gekkaborn nehmen, auch wenn Hydrope die bessere Wahl wäre, meiner Meinung nach. Nett aufgemotzte Musik von damals. Sehr stylisch. Der Pokéball-Sound ist ein bisschen seltsam. What? Was ist denn das für ein Menü? Also bei aller Liebe, das ist wirklich kein hübsches Menü. Da haben sie schon Hübscheres gehabt. Macht aber nichts. Finde ich in Ordnung. Ich meine, sie haben sich halt gedacht, okay, wechseln wir wieder ein bisschen durch. Gott, aber dieser Pfeil, der ist wirklich furchtbar hässlich. Nichts gegen Pokémon, aber dieser Pfeil, der ist wirklich furchtbar hässlich. Ich habe ja jetzt schon sehr coole Attacken, muss ich mal sagen. Ich glaube, ich fange mit Silberblick und Pfund an, weil, ja, das macht das Ganze stärker. Es müsste schneller gehen. Erstmal getackelt werden. Ach, das macht ja nichts. Schau das an, der läuft fantastisch. So, jetzt erstmal so einen richtigen Pfund mitgehen. Wow, schau, schon ist die Hälfte abgezogen. So, jetzt weiß ich nicht, soll ich Absorber einsetzen oder nochmal Pfund? Ach, einfach nochmal Pfund, dann ist der Kampf garantiert vorbei. Bei Absorber wäre ich mir da nicht so sicher gewesen. Weil durch den Silberblick wird ja nur die Verteidigung gesenkt und Absorber ist ein Spezialangriffsmove. Also greift die Spezialverteidigung an. Ja, bei mir kann man auch richtig was über Pokémon lernen, nicht wahr? Nee, ich bin ein ziemlich schlechter Online-Spieler, um ehrlich zu sein. Aber vom theoretischen Wissen habe ich einiges drauf. Okay. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mein Vater irgendwas mit einer Arena zu tun hat. Also, keine Ahnung, wer mein Vater ist. Der ist auch irgendwann abgehauen und hat meine Mutter im Stich gelassen. Weißt, der wollte kurz Zigaretten kaufen. Deswegen war meine Mutter auch so geil darauf, Neuigkeiten von ihm zu hören. In den Nachrichten. Okay, also du kennst meinen Vater. Beziehungsweise, sie kennen meinen Vater. Da wollen wir mal erstmal noch die Höflichkeit wahren hier so ein bisschen. Mal schauen. Na, wir haben zwar schon unsere Gedanken, was der Professor so treiben wird demnächst, aber okay. Ja, ich bin groß geworden. Stell dir vor. In dein Labor. Na gut. Dun, dun, dun. Schöne Musik. Ja, was ist? Sagt er, na schön. Was habe ich denn gemacht? Okay, ne. Vater hat dir schon viel von mir erzählt. Ja, okay, und warum hast du das nicht meiner Mutter erzählt? Was soll denn das? Boah, die werden schon irgendeine schwulen Affäre haben, du, der Professor und mein Vater. Kein eigenes Pokémon hast, okay. Habe ich nicht gerade erst eines aus deinem Beutel mehr oder minder geklaut, um dir das Leben zu retten? Aber dafür hast du dich im Kampf echt gut geschlagen. Ja, das ist, ja, danke. Ja, dann fließt eben das Blut deines Vaters. Okay, also es wird immer wahrscheinlicher, dass unser Vater ein Kämpfer ist. Auf Sorts. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken. Das ist eine gute Idee. Das ist so wie, ne, als ob er mir gerade eine Süßigkeit geschenkt hätte, bloß viel besser. Dass du ihm eingesetzt hast. Okay, gut. Ja, wunderbar. Wie gesagt, ich kannte das Spiel ja, deswegen wusste ich, welches Pokémon ich im ersten Kampf wähle. Habe ich dann auch. Nichts gegen Gekkaborn, ich liebe Gekkaborn, deswegen habe ich es genommen, aber es ist eine schwierige Entscheidung gewesen. Gekkaborn, gleich einen Spitznamen geben. Gut, ich bin jetzt eigentlich jemand, der seinen Pokémon niemals Spitznamen gibt. Das verabscheue ich eigentlich total, weil die Pokémon sagen ihren Namen die ganze Zeit, egal welchen Spitznamen du ihnen gibst im Anime. Und deswegen, es spielt eigentlich schwer eine Rolle, also ich erdreiste mich da nicht, den Pokémon ihre ursprünglichen Namen wegzunehmen. Es kommt mir einfach seltsam vor. Ich meine, bin ich Johannes der Teufel oder was, ne? Aber wenn genug Leute zusammenkommen in den Folgen, die das Let's Play anschauen und mir sagen, okay, das ist langweilig, wir wollen diesen und diesen Namen, dann schlag mir gute Namen vor, vielleicht nehme ich die her. Ich werde jedes Mal die Kommentare lesen unter meinen Videos. Gut. Also nein. Erstmal nein. Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du bestimmt ein unglaublich guter Trainer. Meine Tochter Maike stellt gerade auf Route 103 Nachforschungen zu verschiedenen Pokémon an. Hast du nicht Lust hinzugehen und zu schauen, wie es bei ihr läuft? Ich dachte, die wollte dir helfen bei irgendwas. Warte mal, die ist vor mir aus dem Haus gegangen?
Aber ich bin nur wenige Meter hinter ihr gewesen. Und als ich gekommen bin, hatte ich bereits dieser Hund angegriffen und wollte dir den Schwanz abbeißen? Und deine Tochter hat dir nicht geholfen? Wow, deine Tochter muss dich hassen. Ja, okay, schauen wir mal zu ihr. Allerdings mache ich mir jetzt schon Sorgen, scheint eine rechte Zicke zu sein. So, dort kannst du deinen aktuellen Aufenthaltsort prüfen, nachsehen, wo die Route 103 ist. Ja, okay, gut. Ist klar, dass es auf der Karte unten geht. Ich meine, das Kartennavi, das wird ja die ganze Zeit angezeigt, so wie ich das sehe. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das finde ich eine ziemlich gute Idee, dass das dauerhaft angezeigt wird. Warum nicht gleich so? Das ist ein viel besseres Menü als vorher. Ich dachte schon bei X und Y, es wäre ein sehr gutes Menü, aber so, das ist glatt noch besser. Ah, oh, ist das schön. Wow! Der Start von der Kampfmusik ist sehr, sehr gut. Ein, was nochmal? Ich hab wirklich ganz vergessen, wie die meisten davon heißen. Ein Wumpel! Genau, Wumpel, so war das. Okay. Käfer-Pokémon kann man leider nicht mit Pflanzenattacken so gut angreifen, deswegen verdreschen wir es einfach. Einfach ganz normal verdreschen. So wie das üblich ist. Au. Okay. Beim nächsten Mal setze ich zuerst Silberblick ein. Oh, du willst mich langsamer machen? Glaubst du, das wirkt was? Ich denke nicht, denn Gengar ist ein ziemlich schnelles Starter-Pokémon und wird auch mit der Zeit noch schneller. Wow, tatsächlich! Levelunterschied wird wahrscheinlich noch zu gering sein. Verdammt! Jetzt muss ich einmal Absorber benutzen. Ich hätte wirklich am Anfang Pfund einsetzen sollen. Gut, das war klar. Ich habe eine nicht sehr effektive Attacke eingesetzt gegen dieses Wumpel, aber es hatte nur noch ein KP, so hat es zumindest ausgeschaut. Also war ich mir ziemlich sicher, dass das reichen würde. Und wenn du ein KP mit Absorber absaugst, der gibt dir zwar nur 25% der KP zurück, aber bei einem KP wird es nicht umgerechnet. Das heißt, wenn du ein KP saugst, kriegst du auch ein KP geschenkt. Passt also. Und ich möchte nicht so schnell ins Pokémon Center laufen, deswegen mache ich solche mehr oder minder sinnlosen Rechnungen. Ich meine, man kann sagen, für ein KP ist das ein bisschen übertrieben, aber ja. Wie gesagt, ich möchte so lange wie möglich im Gras umeinander laufen und kämpfen. Erstmal ein Zickzacks. Ich glaube, ich werde dieses Let's Play auch ein bisschen so betreiben, dass ich während den Aufnahmen vielleicht ein bisschen öfter im Gras trainiere. So dass das nicht die ganze Zeit gezeigt wird, weil einerseits ist es sehr schwierig, darüber zu reden. Wenn du im hohen Gras bist. Ich meine, was im hohen Gras passiert, bleibt auch dort. Aber ja. Nein, also das ist, werde ich wahrscheinlich so handhaben, dass ich zwischendurch ein paar kleine, winzige Training-Sessions einschraube und dann aber auch schaue, dass trotzdem nichts Wichtiges verpasst wird. Also, falls ein Pokémon von mir eine Attacke lernen sollte, wird es auf jeden Fall dabei sein. Keine Sorge. Oder ich werde einfach zwischendrin nicht trainieren, falls ein Pokémon eine Attacke lernen sollte von mir. Demnächst. Okay. Ich habe zwar gesagt, dieses Mal setze ich Silberblick ein, aber das war natürlich bestimmt für Pokémon der Käfer-Sorte. Das ist ein normales Pokémon, deswegen habe ich jetzt zweimal Absorber eingesetzt. So habe ich jetzt wieder volle KP. Es hat sich also schwer gelohnt. Und es war ein niedrigeres Level, also. Und abgesehen davon, Silberblick, wie gesagt, hilft halt überhaupt nichts bei Absorber. Gut. Hey, Boy. Sind deine Pokémon müde? Dann bringen sie in ein Pokémon-Center. Es gibt gleich hier um die Ecke eins in Rosalstadt. In Rosettenstadt? Seltsam. Na gut. Oh, wieder ein Zickzacks. Ich weiß nicht, ich stehe irgendwie nicht so auf diese normalen Pokémon am Anfang, aber sie sind tolle VM-Sklaven. Für die Leute, die nicht wissen, was eine VM ist, schaut mir einfach zu, ihr werdet es schon merken. Nein. Also das sind Attacken, die man einem Pokémon einmalig beibringt. Die es nicht mehr vergessen kann, außer man geht zu einem Attackenverlerner. Alle anderen Attacken sind vergesslich. Vergessbar. Vergesslich, ja. Vergessliche Attacken. Hey, Gagabor, Pfund! Und Pfund dann so. Auf jeden Fall. Okay, warte mal. Jetzt gucke ich erstmal, was stärker ist momentan. Pfund oder Absorber? Ah! Okay, kann aber auch sein, dass es an dem Verteidigungswert von Zickzacks liegt. Ach nein, es hat ja vorher schon Heuler eingesetzt. Ich bin dämlich. Wahrscheinlich ist es ungefähr gleich stark. Knapp geschätzt. Denn Pflanzenattacken, ich habe ja ein Pflanzen-Pokémon am Start gewählt, sind 1,5 mal stärker, wenn ich sie einsetze. Da ich ein Pflanzen-Pokémon habe. So, oder da ich es mit einem Pflanzen-Pokémon mache. Komm her, du. Hohen Gras lauern wilde Pokémon. Ja, stell dir vor.
Wenn du eins fangen willst, bist du hier also an der richtigen Adresse. Ja, das stimmt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich schon Bälle im Inventar habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe meine zwei Bälle, aber damit fängt man keine Pokémon. Kommst du her, du. Ja, dieses Mal machen wir es so wie angekündigt. Ausnahmsweise. Ich will das nur mal testen. Ich bin gespannt, ob es Heule einsetzt. Ja, war irgendwie klar. War zu erwarten. Gut. Pfund. Ach, das hilft ja überhaupt nichts. Dann ist Absorber die bessere Attacke gegen Zigzags. Das muss ich mir merken. Die haben wahrscheinlich einfach einen ziemlich hohen Verteidigungswert. Im Vergleich zu Wumpels. Natürlich nicht im Vergleich zu guten Pokémon. Ja, komm, heul mich an. Wein dir einen aus. Los. Gekabo, Absorber! Jawohl. Nett. Es macht Spaß. Es ist... Ah, Pokémon ist eines der besten Spiele, die ich insgesamt jemals gesehen habe. Ist einfach fantastisch. Huch, und schon bin ich in der Stadt. Ah, Jesus, gibst du mir jetzt die Rundtour? Ich will doch gar keine Tour haben. Und Werbung will ich schon gleich gar nicht haben. Oh Gott, ja, ist schön, dass du im Supermarkt arbeitest. Armer Kerl, miserables Leben. Trainerneuling, ja. Woran erkennst du das? Vielleicht bin ich der Master auf Pokémon? Schon mal daran gedacht? Na gut, weil ich so ein herzensguter Mensch bin. Ja, weil du so ein herzensguter Mensch bist, gehst du mir auf den Sack, ne? Werde ich dir ein paar nützliche Tipps geben. Oh, komm, Junge, ich will deine Tipps nicht. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass das ein Markt ist. Ich bin nicht zwei, ich bin 12, verdammt nochmal. Selbes Problem, ey. Andere Person. Das dort drüben ist ein Pokémon-Supermarkt. Ja, stell dir vor, da ist sogar ein Pokéball drauf. Also dachte ich mir schon, dass es nicht nur ein normaler Markt ist. Man kann ihn ganz leicht an dem blauen Dach... Ja, ja, ich weiß... Ah, oh, komm. Nee. Schnauze jetzt. Hier, das für dich. Kleines Geschenk. Ja, okay, gut. Werbung in Form von Geschenken? Immer doch. Aber Werbung an sich? Nee, danke. Trank kann ich gut gebrauchen. Da muss ich nicht so schnell ins Pokémon-Center. Oder ich verkaufe ihn. Werden wir sehen. Jawohl. Was ich allerdings schade finde, also es ist zwar ein schöner Nostalgiewert, dass sie das wieder rückgängig gemacht haben. Markt und Pokémon Center sind jetzt wieder getrennt. X und Y, da war der Markt noch im Pokémon Center und das fand ich ja mal sehr cool. Da musstest du nicht in so viele Gebäude reingehen. Aha, rotes Dach. Ja, ja, Pokémon Center, ja. Ich weiß, was ein Pokémon Center ist, Junge! Oh, Gott, jetzt will er auch noch bestätigt werden. Ja komm, bist schon ein netter Bastard, jetzt verpiss dich. Ja, du auch. Jesus Christ. Ah, okay. Da mein Pokémon nicht beschädigt ist, muss ich nicht ins Pokémon Center. Habe ich das richtig gesagt? Tatsächlich. Ich habe es so gut kämpfen lassen mit Absorber, dass es keinen Schaden hat und ich deswegen nicht ins Pokémon Center. Hallo, Holdemite. Ich möchte ein Päuschen, was? Speichere ich ein Spiel. Spiel speichern ist eine gute Idee an dieser Stelle. Ja. Beim nächsten Mal, wir müssen uns erstmal unser Mut ansammeln, dass wir zu Maike ein bisschen mehr sprechen können. Da sind wir noch ganz, ne? Denn gerade in diesen Editionen ging es ja so ein bisschen zum ersten Mal in Pokémon um Liebe, aber okay. Ja, erstmal ein bisschen Sport treiben, bevor wir auf die Route 103 gehen. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus, Leute. Yeah. Einer noch. Oh, du bist so ein Schwanz. Böse Drecksau. Du bist halt, wie machst du das? Böse Drecksau.